Leute, ich bin's wieder, Bit. Heute werde ich euch erklären, was ihr für mich tun müsst, damit ich meinen Linien folgen kann. Da ich etwas vergesslich bin, solltet ihr mich regelmäßig kalibrieren. Dabei werden meine Sensoren neu ausgerichtet, damit sie wieder gut sehen können. Dazu malt ihr einfach einen schwarzen Kreis, der etwas größer ist als ich. Danach macht ihr Folgendes. Schritt 1. Haltet meinen Power-Button für etwa 2 Sekunden gedrückt, bis meine LED weiß blinkt. Schritt 2. Lasst meinen Power-Button los und setzt mich in die Mitte des schwarzen Kreises. Schritt 3. Wenn ihr das gemacht habt, dann blinke ich blau und fahre kurz vorwärts. Schritt 4. Wenn meine LED am Ende grün leuchtet, bin ich wieder richtig kalibriert. Leuchtet meine LED rot, dann beginnt wieder bei Schritt 1 und versucht es erneut. Ich bin nun bereit, meinen Linien zu folgen. Aber wo sind denn meine Linien schon wieder? Da sind sie ja. Danke euch. Jetzt geht's los. Damit ich endlich losfahren kann, müsst ihr mich nur mehr auf eine Linie setzen. Hallo Freunde, könnt ihr euch noch an mich erinnern? Ich bin Evo, der große Bruder von Bit. Während Bit sich gerade etwas austobt, erzähle ich euch, was ihr beim Zeichnen der Linien beachten müsst, damit wir uns auch wirklich wohlfühlen. Am liebsten mögen wir es, wenn die Linie eine Breite von ca. 5 mm hat. Auf zu dünnen oder zu breiten Linien verlieren wir schnell die Orientierung. Genauso solltet ihr auch darauf achten, dass zwei Linien nicht zu nahe beieinander liegen. Auch das kann uns schnell verwirren. Ich sehe gerade, Bit kommt zu einer Kreuzung. Er möchte euch sicher etwas darüber erzählen. Da vorne kommt eine Kreuzung, aber da ich sehr spontan bin, entscheide ich bei Kreuzungen immer zufällig, in welche Richtung ich weiterfahre. Es kann also sein, dass ich jedes Mal eine andere Richtung wähle. Aber ich verrate euch ein Geheimnis. Ihr könnt mir genau sagen, in welche Richtung ich an der nächsten Kreuzung fahren soll. Mit speziellen Farbcodes könnt ihr mir Befehle geben. Lese ich zum Beispiel den Code grün, schwarz, rot, biege ich an der nächsten Kreuzung links ab. Mit dem Code blau, rot, grün, biege ich an der nächsten Kreuzung rechts ab. Versuchen wir es doch einmal. Hä? Warum bin ich gerade ausgefahren? Seht ihr, was das Problem ist? Ich kann euch sagen, warum Bit hier gerade ausgefahren ist. Der Code wurde zu ungenau gezeichnet. Ihr müsst bei Farbcodes immer darauf achten, dass die Farbkästchen weder zu kurz noch zu lang sind. Und die Farben dürfen sich ja nicht überlappen. Was ihr noch beachten müsst, die Codes müssen immer auf geraden Abschnitten sein. Codes, die ihr in Kurven oder zu nahe an Kreuzungen zeichnet, können Bit und ich leider nicht richtig erkennen. Jetzt wisst ihr, worauf es ankommt. Lassen wir Bit doch noch ein paar weitere Farbcodes ausprobieren. Das macht bestimmt Spaß. Ich wurde gerade wieder kalibriert und zeige euch nun, wie ihr mit den Farbcodes experimentieren könnt. Probiert es doch einfach selbst aus. Wir freuen uns schon auf neue Abenteuer mit euch. Tschüss!